Servus zusammen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Airsoft News. Es gibt wieder Top-Themen für euch. Labern wir nicht lange rum, legen wir los. Unser allererstes und gleichzeitig auch größtes Thema kommt vom Shoot Club. Der Shoot Club veranstaltet einen Community Sale für euch. Was ist denn das Ganze? Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Am 11.11. dieses Jahres, also im November, findet ein Sale, ein Abverkauf statt. Diesen Abverkauf gibt es beim Shoot Club direkt im Ladengeschäft. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Shoot Club und Ladengeschäft? Da hört ihr ganz richtig. Und zwar hat der Shoot Club in Leipzig einen Store und diesen könnt ihr natürlich besuchen und ihr seid recht herzlich eingeladen am 11.11. zum Community Sale. Des Weiteren könnt ihr auch jederzeit zum Shoot Club hin vorbeifahren, euch Waffen, Airsoft-Waffen, alles mögliche anschauen. Schaut da einfach mal beim Shoot Club vorbei. Auf der Homepage stehen natürlich die Geschäftsseiten. Wie bereits angekündigt, soll es ja einen Abverkauf geben. Dieser Abverkauf beinhaltet natürlich satte Rabatte, aber auch Neuerungen, die es beim Shoot Club zu sehen und irgendwann geben wird. Des Weiteren ist der Bruce vom BB2K Airsoft auch da und es wäre schön, wenn ihr euch vorab anmelden könntet über airsoft@shoot-club.de. Jeder, der sich anmeldet, bekommt auch vorab ein Los zugesichert. Also eine ganz coole Sache. Des Weiteren gibt es in einem kleinen Rahmen Essen und Getränke. Das Ganze soll nicht so ein riesen super Hausmessen-Ding-Geschichte werden, sondern einfach nur ein kleines Danke an euch, ein Kennenlernen des Schuhclubs. Also seid ihr, wie gesagt, recht herzlich eingeladen. Essen und Getränke im kleinen Rahmen sind auch da und das Ganze soll auch was Familiäres werden. Wie gesagt, Bruce ist da. Wir sind vom GSP-Team auch vor Ort. Wir werden ein paar Sachen ausstellen. Wir werden mit dem Team dort sein. Also ein kleines familiäres Community-Treffen. Wann soll das Ganze denn starten? Ab 10 Uhr könnt ihr dort erscheinen und das wird bis in den Abend hinein reingehen. Also wir freuen uns sehr, euch dort sehen zu können. Auch über die neuen Sachen, die es beim Shoot Club gibt und natürlich auch der ganze Abverkauf wird eine super Sache und wir freuen uns, wie gesagt, euch dort sehen zu dürfen. Wie bereits angesprochen, jeder ist dort gern gesehen. Wir freuen uns tierisch. Es spielt keine Rolle, ob ihr unter oder über 18 seid. Auch wenn ihr gerade Anfänger seid, sehr gerne unter 18. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas zu klären, kommt gerne, kommt dorthin nach Leipzig. Adresse packen wir euch natürlich in die Beschreibung. Und im Rahmen dieser AirsoftCon wurden auch die ersten Prototypen zu Umarex bzw. Elite Force Glock vorgestellt. Viele Besucher haben jetzt bestätigt, ja, es ist eine Stark Arms. Wir müssen aber hier sagen, es könnte sich durchaus um eine Stark Arms handeln, denn Stark Arms hat auch Glock-Modelle gebaut und Stark Arms und Umarex arbeiten eng miteinander im Verbund. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass man auf den Bildern, die man sieht von den Prototypen zur G19, einen Unterschied zu den Stark Arms Modellen sieht. Wir packen euch das natürlich auch nochmal rein, dass ihr das hier sehen könnt. Und zwar sieht man am Rücken, am Pistolenrücken, ist bei den alten Stark Arms bzw. VFC Modellen ein kleiner Knicks bei der Riffelung. Wo es zur linearen in die Würfelriffelung geht, ist ein kleiner Knick vorhanden. Der ist bei den Prototypen nicht mehr zu sehen. Die erste Vermutung war natürlich, es ist VFC, es ist Stark Arms, weil die haben bereits Glocks, arbeiten eng miteinander. Da wäre eine Neuproduktion natürlich nicht so teuer. Aber wir sehen bei den Prototypen, jedenfalls der G19, dass diese etwas anders aussehen und eher in eine andere Richtung gehen. Also wir denken auch, es könnte in Richtung VFC Stark Arms gehen, eben weil man zusammengearbeitet hat. Dann sieht man aber natürlich auch den Unterschied mit dem Rücken. Wir haben erst auch auf Richtung KJW getippt, da die auch bereits Glock-Modelle produziert haben und da trifft dieser Glock-Rücken auch eher zu, sei aber jetzt abzuwarten, was rauskommt. Der Verkauf der Glock-Modelle soll auch noch vor dem Weihnachtsgeschäft laut Umarex sein. Wir sind also gespannt, ob es Mitte, Ende November, Anfang Dezember ja auch der Fall ist. Wie ihr es bereits schon von Joris und Co. mitbekommen habt, hat der Shoot Club die TM-SGR-12, also eine verbesserte Version der AA-12. Warum verbessert? Der ganze Body fühlt sich einfach super an. Natürlich hat das Ganze auch einen kleinen Haken. Der Preis ist nach oben gegangen. Liegt aber daran, weil der Einkaufspreis generell schon teurer ist und die deutsche Version, die es beim Shoot Club gibt, manuell umgebaut werden musste. Das heißt, jedes Modell musste manuell umgebaut werden, sodass wir unter die 0,5 Joule kommen. Das heißt, hier muss man wissen, ob es das wert ist. Aber wir können euch aus Spielersicht alleine schon sagen, das Teil ist der absolute Hammer. Die Rail, die Verarbeitung, Metall, das sind natürlich Pro-Punkte im Vergleich zur AA-12, die komplett aus ABS war. Wirklich eine super Sache, hat richtig viel Spaß gemacht. Review und Gameplay folgt natürlich. Ebenfalls bei uns haben wir ein weiteres Airsoft-Modell im Test und zwar ist es die Silverback Desertec SRS in der Sports-Version. Diese Sports-Version wird einige Vorteile haben. Alleine der Einkauf der Waffe ist schon deutlich günstiger als die Covered-Version. Aber nicht nur das. Bleibt am Ball, wenn es Review online geht und lasst euch überraschen, warum ihr euch definitiv überlegen solltet, dieses Modell in Erwägung zu ziehen. Alleine der Preis wird euch umhauen im Vergleich zu den aktuellen Covered-Modellen.
So, meine Freunde, willkommen zum Ende der Airsoft News. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr euch irgendwelche Themen wünscht, auch sehr gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Aktuelles Wetter ist ja brillant, super geil, genau nach meinem Geschmack. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Tut mir ein bisschen leid an die Schneefreunde, aber ich denke, das kommt auch noch. Wir sehen uns auf dem Feld. Haut rein, euer Ivan.